Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Agragnarok. Wie versprochen bin ich heute mit dem Basilo unter Wasser unterwegs, wobei ich glaube, vielleicht ist der Hai doch die bessere Alternative. Oder ich kann auch eigentlich den Ichti nehmen, weil da sind wir ein bisschen schneller. Ich möchte ja, nachdem wir uns an Land mal die ganzen neuen Versionen der Tiere aus diesen drei Tiermods angeguckt haben, ja, wobei der eine ja dieses große Krokodil war. Ich hoffe ja, dass ich im Meer noch ein paar mehr davon finde, weil wir haben ja an Land nur ein einziges gesehen. Und das andere war dieser Raptor. Und aus dem dritten Mod, das war ja der mit den allermeisten Tieren, das ist der Additional Creatures Mod. Und die haben aber auch Meerestiere. Also ich weiß, es gibt auf jeden Fall einen Darkosuchus. Das ist ja sowas Ähnliches wie eine Mischung aus Ichti und Mosa. Ja, super. Und das andere ist der Orca. Also diese beiden, die gibt es definitiv. Das weiß ich schon. Und ja, die würde ich natürlich auch ganz gerne mal sehen, um mal zu gucken, wie die aussehen. Und vielleicht gibt es ja noch mehr. Und ja, jetzt schwimme ich hier erstmal mit dem Basilo in Richtung, an der Redwood-Küste vorbei. Mal höher und mal tiefer, wobei der hier natürlich für die Tiefen nicht so super geeignet ist. Deswegen, wie gesagt, ist, glaube ich, der Hai oder der Ichti besser, weil die sind beide schnell oder schneller. Also der Ichti ist natürlich noch schneller. Und sie können vor allem beide in die Tiefe, wobei natürlich der Ichthyosaurier auch deutlich empfindlicher ist. Also ich weiß ja nicht, wie schnell und wie gefährlich diese neuen Tiere sind, wenn ich sie denn mal gefunden habe. Und weiß deswegen natürlich auch nicht, ob die dem Ichti so direkt zusetzen. Ja? Wenn die natürlich genauso schnell sind wie der, dann hat er wahrscheinlich echt ein Problem, weil er das vermutlich dann nicht überleben wird. So, und solange ziehe ich hier einfach nochmal meine Bahn in Richtung Redwood und habe bis jetzt eben noch nichts gefunden. Aber sobald ich was gefunden habe, schalte ich auf jeden Fall wieder dazu. Tja, die Viecher sind irgendwie unauffindbar. Ich bin jetzt hier im Canyon und sehe hier gerade so einen Durchgang und dachte, nanu, das ist nur eine Unterführung oder wie? Oder eine Höhle? Kommt man hier in den See? Da oben schwimmt auf jeden Fall irgendwas Größeres. Da hinten, was ist das? Au, was? Wieso denn? Nein. Ach so, nee, das sind Spinos. Ich dachte, hier ist vielleicht mal eins von diesen Superkrokodilen. Aber leider gibt uns auch das... Ist es ein neuer? Nee, es ist ein richtiger Spino, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein richtiger Spino. Ich hätte gedacht, dass hier im Canyon auch vielleicht der Arapaima unterwegs ist, aber scheint auch nicht der Fall zu sein. Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, hier ist unter Wasser mindestens so viel los wie eben oben an Land, aber irgendwie scheint es nicht der Fall zu sein. Ich glaube, ich hab sie. Die hier, oder? Diese komischen Hechte. Ich glaube, das sind sie. Ich muss mal schnell hier meinen Scooby anlegen. Schwupp. Na endlich, ich wollte gerade wieder umdrehen, ja? Ich bin hier jetzt im hintersten Zipfel der Wüste, dass man noch bespielen kann. Und, wow, was ist das da hinten? Habt ihr das gesehen? Erstmal gucken wir uns den... Ich glaube, es ist Darko. Oder? Was bist denn du? Was bist denn du? Ja, Darkosuchus. Interessant. Es sieht irgendwie ein bisschen wie ein Hecht aus, ne? Okay. Aber es sieht überhaupt... Der scheint gar nicht aggressiv zu sein. Ja, das ist er also. Darkosuchus, ja, lange gesucht und dann doch endlich mal gefunden. Aber was habe ich gerade da hinten gesehen? Das sah ja aus wie eine Meeresschlange oder sonst irgendwas. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich weiß gar nicht, ob ich da so nah ran will. Das hier ist zum Beispiel ein toter Hai. Sehe ich hier irgendwas? Da hinten, da ist es. Das sieht wirklich aus, als wenn es irgendwie eine Meeresschlange oder sowas wäre. Also wahrscheinlich auch irgendein Fantasy-Tier. Da, guckt euch das an. Kann man das hier irgendwie... Weiblicher Ryu. Krasses Dings da. Sieht aus wie so ein asiatischer Drache.
Aber er war gerade im Wasser, bin ich mir total sicher. Boah. Naja, immerhin, ne? Da hat sich das doch wenigstens so ein kleines bisschen gelohnt. Also ich habe den Dako gefunden und ich habe was gefunden, was ich noch gar nicht kannte. Und ja, jetzt fehlt theoretisch ja nur noch der Orca, aber ich befürchte, das ist so, wie ich sage. Den Orca, den wird es vermutlich nur im Meer bei Eis geben, ja, im Schneebiom-Meer sozusagen. Und was? Nein, ich will mir den nochmal angucken. Ja, und wenn es den natürlich dann nur dort gibt, dann ja, es ist für uns ein bisschen ungünstig, weil wir ja hier keinen Schnee haben, das bis ans Wasser läuft. Und es wird auch wohl kein Schneebiom kommen, das bis ans Wasser geht. Aber was mal ganz interessant ist, ja, dieser Dacosuchus, der wird wenigstens auch mal von anderen Unterwassertieren gefressen. Unterwassertiere an sich, die Wilden, die tun sich ja alle nie irgendwas gegenseitig. Die sind ja alle freundlich, alle friedlich miteinander. Ja, wunderbar. Dann würde ich doch sagen, ich schwimme erstmal wieder Richtung Heimat. Vielleicht begegnet mir ja irgendwo noch ein Orca. Ich glaube es aber eigentlich eher weniger. Also warum sollte es die in der Wüste geben? Die wird es schon eher irgendwo im Schnee geben. Sind ja sonst auch häufig irgendwo in der Nähe von Kanada unterwegs, ne? Sehr schön. Und hier haben wir auch endlich nochmal die Arapaima von Unterwasser. Das muss ich natürlich, wenn ich reise, dann setze ich immer mein Scuba ab, weil es einfach ressourcenschonender ist. Cool. Sehen wir uns die auch nochmal in voller Gänze an, in voller Schönheit. Ja, ich weiß, du hast eine Attacke. Das sieht auch aus, ob er gerade versucht hat, mich anzugreifen. Ich bin hier genau an der Grenze zur Wüste. Hier haben wir auch nochmal den Dako. Tja, nur den Orca habe ich leider nicht gefunden. Schade, schade. Haut der ab, wenn ich ihn angreife? Oder macht er dann mit? Er haut ab, ne? Ja, definitiv. Aber man trifft ihn auch kaum. Ach so. Der eine haut ab, der andere macht mit. Werde ich dich auch mal beißen? Was? Du wurdest vergiftet? Nein! Schnell! Mistvieh! Bist du da? Ich die? Jawohl! Hervorragend! Das hat ja richtig gut geklappt. So ein Dreck. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause, ist die Frage. Muss ich wohl laufen. Mist. Ja, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und mir einfach nochmal einen anderen gezähmt. 145 ist der jetzt hier. Fleisch und Fisch und so hatte ich ja alles dabei. Hatte ja der alte Ichti noch im Gepäck. Ja, der ist jetzt hier grün mit orangenem Bauch, glaube ich, oder wie? Naja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich halt irgendwie schnell mal wieder nach Hause. Ha, ich glaube, ich habe noch was Neues entdeckt. Was ist denn das? Sieht ja aus wie ein Walross oder so. Tatsächlich. Mit Jungtier. Oh, die. Oh, ganz klein. Ist das niedlich? Ist hier irgendwas Gefährliches? Nein. Hallo. Ja, und genau da, wo die auftauchen, nur dass es hier eben kein Meer gibt, würde ich mal. Oh. Man kann den füttern. Was? Nein, du sollst es nicht essen, du sollst ihnen das geben. Ist es niedlich? Ja, wir wollen den jetzt aber nicht zähmen. Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob die Großen irgendwie aggro sind, wenn man sich denen nähert. Bestimmt. Hier ist ja mal alles aggro. Hallo, guck mal. Ich fasse dich an. Und? Ist ihm egal. Tja. Also ich würde mal sagen, ja, die Orcas würde es, wenn, dann vermutlich in Eiswasser geben. Na, deswegen gibt es die hier nicht. Es sei denn, hier irgendwo hat sich unter der Eisscholle einer versteckt. Aber ich glaube nicht, gehen die gerade ins Wasser? Das wäre ja cool. Ich bin jetzt jedenfalls auf der Suche nach einem Arapaima, irgendwo in einem ruhigen See, wo ihm nichts gefährlich werden kann. Und da würde dann gerne mal versuchen, den zu zähmen. Ich habe auf jeden Fall auch noch Hammelfleisch dabei. Falls der auch Fleisch und nicht nur Fisch frisst. Das wäre natürlich toll.
Und als allererstes möchte ich halt. Das ist ein Alu, okay. Ja, dieses oberhässliche Tier hier. Als allererstes möchte ich hier unten in dem See gucken, weil der so groß ist, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es die Viecher hier gibt. Da drüben sind die Dinosuchus, Nichus. Die werden wir uns irgendwann auch noch mal krallen. Momentan sehe ich noch keine. Die sind ja meistens eher so an der Wasseroberfläche unterwegs. Aber das bietet sich doch an hier, dieser riesige See. Da muss es die doch hier geben. Mal hier langsam rüberfliegen. Weil da oben, wo das Riesenkrokodil ist, das macht dir, glaube ich, nicht so viel Sinn, sich da was zu zähmen. Denn wir kriegen den ja nicht von da weg. Und das heißt, er kann ja eigentlich nur gefressen werden. Und das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Muss mich mal hier irgendwie ans Ufer setzen und mal kurz abtauchen. Mal gucken, sind hier solche drin? Sind die hier drin? Ah, es sieht nicht so aus. Ne. Ne, schade, schade. Na gut, müssen wir uns eben doch noch irgendwie ein anderes Gewässer suchen. Ich habe mir jetzt aber einen Ghillie-Suit angezogen, weil man die, wie gesagt, passiv zähmt. Vielleicht sieht er mich dann ja nicht so schnell, keine Ahnung. Ja, na gut. Dann müssen wir uns eben noch mal irgendwie eins, zwei Tümpelchen weiter begeben. Also es gibt ja hier wirklich jede Menge Wasser und vielleicht gibt es ja auch noch woanders mehr von den großen Krokodilen. Bis jetzt habe ich ja nur in dem einen See welche gesehen und ja. Also besser gesagt, einen gesehen. Ich hätte halt gedacht, dass es vielleicht noch ein paar mehr davon gibt. So, hier sind Lachse, hier sind Koels. Tja, und jetzt sind wir hier, glaube ich, schon mehr oder weniger an dem See, den ich meine, oder? Nee, das ist noch ein See davor. Aber großes Krokodil sehe ich hier jetzt auch nicht weiter. So, wie sieht's hier aus? Alles nur Lachse. Tja, und hier? Ach so, hier drüben? Ne, hier ist, glaube ich, zu flach. Ja. Nein, hier geht es schon an dieses große Gewässer. Und da wissen wir ja schon, dass es hier einen Krok gibt, weiter hinten. Bäume, ich sehe nichts. Ich glaube, das Wasser ist hier zu flach für diesen großen Fisch. Oh, das ist der große See. Genau. Was ist da? Nee, ist nur Sonne. Ach, da ist dieser hässliche Dactylus oder wie das Ding da heißt. Ja, das Krokodil würde ich mal sagen, das schnappen wir uns in der nächsten Folge. Und wer kämpft da hinten? Irgendwer hat hier irgendwen gerade getötet. Hier sind auch Dacosuchus. Boah. Da hätten wir uns ja auch die ganze Arbeit sparen können. Interessant. Süßwassertiere also. Ich habe es fast befürchtet, weil ich einfach im Meer keinen einzigen gefunden habe. Na schön. So, hier ist auf jeden Fall noch mein Riesenkroko. Sehr gut. Und jetzt müssen wir uns mal einen Fisch suchen, der möglichst weit weg von diesem Riesenkroko ist. Am besten hier so in dem Flachen. Ja, weil da kann ich nämlich, glaube ich, hinlaufen. Dann setze ich den hier mal auf die Sandbank. Oder wir können ja mal gucken, ob hier drin einer ist. Der wäre auf jeden Fall dann richtig sicher. Ich glaube, hier ist es wieder zu flach. Wobei, eins tiefer ist es ein bisschen tiefer eben. Boah, man sieht ja hier gar nichts. Lachse sehe ich hier nur. Nee. Na gut, dann nehmen wir einen von da oben. Ich werde nochmal mir das Hammelfleisch nehmen, denn wenn die nicht nur Fisch, sondern auch Fleisch fressen, dann geht es mit Hammel mit Sicherheit schneller. So, dich parke ich hier. Dann gib mir das mal. Zack. Zack. Packe ich mir mal eins rein. Du bist bitte schön passiv. So, und ich gucke mir jetzt mal hier so einen Fisch aus. Es muss ja auch nicht das allerhöchste Level sein. Was bist denn du hier? Wahrscheinlich ist es jetzt 150. 90. Ah. Und der da hinten? 25, aber ich befürchte, ja, das Krokodil halt, ne? Na gut. Okay, dann schnapp ich mir jetzt mal den. Mal gucken, ob es auch mit Fleisch geht. Ich weiß es nicht. Autsch! Nein.
geht es nicht. Es geht offenbar nur mit Fisch. Dann geht es natürlich mit Prime Fish sicherlich am besten. Na komm, sei doch nicht so. Und? Ah, man sieht nicht wirklich, was es macht. Nicht dahin schwimmen. Das ist böse da. Na, das kann ja jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob ich hier großartig dazu komme, Lachse zu töten. Mal gucken, wie lange der braucht, bis er wieder will. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Nee, er will noch nicht wieder. Ein bisschen Angst vor dem Kroko, muss ich ehrlich zugeben. Da ist er. Oh, ist der toll. Ah, ein Traum. Aua! Wieso? Hey, hallo, hallo, hallo. Muss ich euch jetzt erst töten oder was? So, kommt nur. Mein Schwert ist besser als ihr. Kannst du mir glauben? Hätten wir vielleicht mal sowas wie ein Ichthyornis mitnehmen sollen. Naja. So, der ist noch. Nein! Du Böses! Oh! Ich sag ja, das hat hier, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wo es das Krokodil gibt. Na, das macht keinen Sinn. Wir müssen irgendwo diesen Fisch finden, wo kein Krokodil ist. Mist. Fiesling. Ich will doch mal gucken, ob man diesen Dacko auch passiv zähmt. Autsch, tut man. Ah, nein! Nicht unter die Map, du Schwein! Oh, ich habe ihn immerhin gefüttert. Lass mich! Lass mich! So. Okay, tut man auch. Meine Güte. Was für Mistviecher. Was kriegt man hier? Okay, hier kriegt man Fleisch raus, kein Fisch. Au, oh Mann, was ist denn hier im Wasser nur los? Das ist ja total ätzend. Gut, suchen wir uns einen Arapaima, der irgendwo ist, wo es nicht so gefährlich ist. Tja, gar nicht so leicht. Ich glaube, ich muss es doch, wenn ich es mit irgendwas versuche, mit so einem Dako probieren. Aber der eine ist Level 100, der andere ist 15. Das würde vielleicht gehen. Vor allem würde das gehen, wenn die Fleisch fressen würden und nicht nur Fisch. Denn dann könnte ich es nämlich mit dem Hammelfleisch versuchen und der 15er ist dann vermutlich sofort gezähmt. Zumindest stelle ich mir das in meiner Fantasie so vor. Ruckel? Wo sind die denn? Da ist einer. Welcher bist du? Du bist bestimmt der 100er. Ja, war klar. Wo ist der andere? Weg. Man sieht ja immer durch die Wasserbrechung so herzlich wenig, ne? Wo? Da hinten. Das ist doch der 15er, ne? Ja. Okay, ja, den würde ich gerne probieren. Aber ich möchte, dass der halt so nah ans Ufer kommt, dass ich ihn sozusagen aus dem Stehen füttern kann. Das wäre natürlich richtig cool. Aber ich glaube, es ist ein bisschen aussichtslos. Vorhin war der die ganze Zeit da drüben am ganz flachen Ufer, wo jetzt natürlich wieder der Kanu rumläuft. Naja, ich muss einfach hier irgendwie hier bleiben. Ich muss das von hier aus versuchen. Denn wie gesagt, wenn ich es mit Fleisch schaffen könnte. Und da haben wir ihn auch schon. Juhu! Wahnsinn! Ja, juhu! Ja, bitte, da haben wir doch irgendwas. Der macht ja einen Irrsinnsschaden. Dann sollten wir eigentlich den anderen auch noch holen. Aua! Ja, sehr gut. Guckt euch das an. Hervorragend. Ich schätze einfach mal, man kann mit dem nicht irgendwie an Land gehen. Weil es ja gerade so ein bisschen danach aussah.
Cool. Na, haben wir doch wenigstens irgendwas geschafft, ja? Wir haben den ewig gesucht und dann war er tatsächlich im Frischwasser und nicht im Salzwasser. Also wir haben ihn auch kurz im Salzwasser gesehen, weil eigentlich war er im Frischwasser und hat auch schon ein Level-Up und hier gibt es einfach viel zu viele Piranhas. So, sehr cool. Yeah, das ist doch wenigstens irgendwie irgendwas von einem positiven Abschluss, würde ich doch mal sagen. Geil. Ja, den würde ich jetzt gerne, wie gesagt, irgendwo hinlegen, wo ihm nichts passiert, aber ich glaube, das ist aussichtslos. Aussichtslos. Oder doch, ich habe eine Idee. Ich pfeife mal den Vogel auf Folgen. Ich versuche jetzt mal mit dem hier den Wasserfall runter zu schwimmen. Weil ich glaube, hier unten ist nämlich nichts. Nichts Gefährliches jedenfalls. Mal gucken, ob er das überlebt. Er ist ja jetzt in der Luft. Yeah! Jawoll! Cool! Na, hervorragend! Da haben wir ihn doch in Sicherheit gebracht. Das heißt nämlich, von hier kann ich mit dem auch ins... Ah, ich wollte gerade sagen, was ist das? Puh. Von hier kann ich mit dem ja auch ins Meer. Wahnsinn! Ja, das ist also Darkosuchus. Wie ich finde, gar nicht mal so hässlich, ja? Also den haben sie ganz gut hingekriegt. Du brauchst mir nicht folgen. Und du eigentlich auch nicht. Wollen wir mal gucken, ob wir von dem nochmal irgendwie ein nettes Bild hinkriegen. Ja, wunderschön. Da bin ich ja froh, dass das noch geklappt hat. Jetzt mal versuchen, kann der auch rückwärts schwimmen? Nein, der kann er natürlich nicht. So. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch zu Ende ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Ihr könnt mich gerne auf Facebook oder Twitter oder auch auf Google Plus inzwischen besuchen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Ragnarok. Bis dann. Ciao, ciao.